Hallo zusammen, willkommen zurück zu Railway Empire und dem nächsten, letzten Szenario, was ich spielen möchte. Vielleicht, okay, ich sag jetzt mal letzte, das gehört zum letzten DLC, aber ich habe noch nicht alle Szenarien komplett durchgespielt, beziehungsweise noch nicht überall alle Sterne bekommen. Aber ob ich das tatsächlich noch mache, weiß ich nicht. Aber es ist der letzte DLC und wir müssen uns so langsam auf das Ende der Serie vorbereiten. Pioniergeist. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestehen die kolonialen Gebiete Australiens aus ein paar an der Küste verteilten Städtchen und ein paar kleinere Farmen im Hinterland. Nicht gerade ein Ort, an dem man den Ausbruch einer industriellen Revolution erwarten würde, doch der Schein trügt. Denn schon bald wird eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die unumkehrbare Veränderungen mit sich bringen und Australien in eine erfolgreiche Zukunft katapultieren wird. Das klingt toll. Es ist schwer. Ist aber nicht so schlimm. Wir starten in Melbourne. Streckennetz komplex. Pausenmodus normal. KI-Stufe kann nicht gewählt werden. Oh, das ist neu. Ich habe sonst immer da meinen Bonus, weil ich ein bisschen langsam bin mit den Aufgaben. Meinen Bonus über die KI. Oha. Genug gesucht. Sie sind fündig geworden, Partner. Also General nehme ich ganz gerne. Höhere Kosten für Tunnel und Brücken ist halt kacke. Es gibt bergiges Gebiet, auch in Australien. Zugpersonal kostet mehr. Frag mich nie nach meinen Geschäften. Je weniger du weißt, desto besser. Ihn mag ich grundsätzlich nicht so sehr. Fabrikanten mag ich. Fabriken sind halt günstig, Auktionen sind teurer und man kann in der Stadt. Ja, aber das ist auch nicht schlecht. Ne? Lokomotiven sind günstig, Wartungsgebäude sind umsonst. Das Aufwerten von Betrieben kostet halt mehr. Das ist halt da nicht unser, sondern Reparaturen laufen langsam ab. Vielleicht kriegen wir das mit der Forschung hin. Ich nehme diesmal den hier. Oh, hallo. Was hat Sie denn hierher verschlagen? Halli, hallo, Hallöchen. Ist das Crocodile Dundee? Eisenbahnen? Wie hieß denn der Schauspieler? Ja, mitten im Nirgendwo. Oh, ich lasse schon wieder die Zeit laufen. Zu Kopf gestiegen sein. 12. Januar. 12 Tage, fuck. Wenn Sie schon einmal hier sind. Es gibt tatsächlich ein paar Dinge, bei denen eine Eisenbahn helfen könnte. Aber beschweren Sie sich nicht, wenn Sie scheitern. Ich habe Sie gewarnt. Ich scheitere niemals. Wir gucken ganz kurz nach den Aufgaben. Schließe 2 Städte an ein Streckennetz an. Einfach. 3 Landbetriebe. Einfach. 55.000 Einwohner an Streckennetz. Müssen wir einfach nur mehr Städte machen. Das heißt, wir fangen mit 1,5 Millionen an. Melbourne ist unser Startgebiet. Wir müssen wahrscheinlich da auch sich die erste Stadt anschließen. Hier ist das neue Feature. Ne? Also einerseits kann man Landschaften freikaufen, ne? Also hier Gebiete freischalten und man kann Siedlungen gründen. Hier zum Beispiel. Und die machen dann irgendwas. Hier, hier. Okay, ja. Also das hatte ich ja neulich in dem Video schon, in dem Infovideo angekündigt, dass es das gibt und dass wir uns dann hier angucken können und so sieht's aus. Okay. Mit der Siedlung ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir müssen mal gucken, ob die was kostet. Ja, soweit so gut. Übrigens, dieses Infovideo wird sehr häufig geklickt. Ich muss mal gucken, ob das Abonnenten sind oder ob sich generell eine ganze Menge Leute dafür interessieren, immer wenn sowas Neues rauskommt, neues DLC. Jedenfalls reges Interesse an diesem Video und das heißt eben auch für mich, dass das hier offenbar immer noch am häufigsten und am liebsten von mir geschaut wird. Also erstmal vielen Dank dafür an alle, die hier dabei sind und dabei bleiben bis zum Schluss. Und ja, ich hatte gerade, bevor ich jetzt hier weiterbaue, ich kann eigentlich schon mal ein bisschen anfangen, Bahnhof mit Stellwerk. Wie gesagt, das ist das letzte DLC. Achso, eigentlich bauen wir hier in die Richtung gar nicht weiter. Na, ist egal, passt schon. Und danach kommt halt hier nichts Neues mehr. Ne? Wir müssen uns ein neues Spiel suchen, was wir dann so ausgiebig spielen und angucken. Also ich spiele, ihr angucken. Wobei ich glaube, dass viele von euch Zuschauern auch selber spielen. Seit der Gründung der ersten Siedlungen vor 40 Jahren hat sich hier nicht viel getan. Glauben Sie wirklich, dass ein paar Schienen etwas daran ändern werden? Machen wir gleich zweigleisig. Ja, also wir wollen was Neues und ich muss sagen, Port Royal 4, das ist ja noch in der Beta, auch von Calypso rausgebracht, Entwickler ist glaube ich jemand anders. Aber das Spiel ist sehr ähnlich zu dem hier. Es sind halt Schiffe und nicht Eisenbahnen, aber
Es gibt eine ganze Menge Parallelen. Und deswegen glaube ich, dass mir das ganz gut gefällt. Und Bahnhof wollte ich nicht, wollte einen Versorgungsturm in die Mitte. Und dass ich das halt eine Weile spielen kann. Also weil es einfach Spaß macht. Was kostet das? Siedlung? Baugenehmigung? Siedlungsgenehmigung? Was ist das hier? Man braucht so Punkte, Einwohner benötigt. Uns fehlt noch ein bisschen irgendwie. Also es ist so ganz, ich komme nicht ganz so auf den ersten Blick rüber, wie das hier funktioniert. Naja, wir lassen erstmal ein paar Züge hier hin und her fahren. Grashopper, wir haben 1830, ist also das erste. Wir machen noch eine in die andere Richtung. Die schon mal unterwegs ist. Ja. Option finde ich super. Ach, und Wartungsgebäude natürlich. Nicht vergessen. Kostet ja nichts. Als Professor Otto Walkes sind die Sachen hier umsonst. Was haben die denn hier noch? Was ist denn das, ein Exportlager für? Gold, verstehe. Wo haben wir denn Gold? Sieht aus wie Butter, finde ich. Ist nicht so direkt wie Gold. Es gibt nur eine, also zwei Goldminen, eines hier, eines da oben. Wir werden also hier an der Küste lang, dann ist es ja doch richtig gebaut. Dass wir irgendwie eine Strecke von da oben dann hier nach Melbourne. Okay, gut, gut, gut. Getreide dann eben als nächstes. Aber wir müssen ums Gebirge rum, leider. Ja, mache ich aber. Da reicht doch ein kleiner Bahnhof dann. Ist halt teuer, ne? Dadurch, dass wir so einen langen Weg gehen müssen. Hat hier auch noch nach unten 8%. Geht aber, finde ich. Ist jetzt nicht so schlimm. Man muss auch nicht die ganze Strecke zweigleisig machen. Zeig mal, haben wir hier aus dem Bahnhof raus vielleicht noch. Na, brauchen wir auch nicht wirklich. Was ist da? Ja, doch, ich mache hier noch ein kurzes Stück. So, ich glaube, das reicht vollkommen aus. Und mir war so, als wäre das hier so ungefähr die Mitte gewesen. Deswegen kommt da der Versorgungsturm hin. So, dann haben wir das. Sieht doch schon mal gut aus. So, die Stadt, die braucht sowieso, auch wenn die keine, die können wir schon nehmen. Wie viel? Die fährt ein ganzes Stück schneller. Zack, nehmen wir gleich. Und davon werden wir ein paar mehr brauchen. Wir nehmen die, aber jetzt möchte ich eigentlich an der Linie hier was ändern, dass die nicht ganz leer fahren. So, wie viel haben wir denn hier auf Lager? Das sind 13. Ist das der erste oder wartet schon einer? Den klonen wir gleich. So, das dauert eine Weile, bis wir los werden. Haben wir denn irgendwo Vieh hier unten? Nee, das kommt auch von hier oben. Meine Güte, ist so weit. Hätte das gedacht, wie sollen die denn Fleisch herstellen? Wir können doch nicht hier und alles ausgegraut, ist das neu? Weil wir hier noch nicht bauen können. New South Wales, Rangelands, nicht freigeschaltet. Hier ist was. Was ist denn, wieso ist denn das grau?
Vielleicht ist das noch geplant? Muss ich das... Moment. Nee, das ist alles hier in unserem Gebiet. Aber es sieht so aus, als wenn die noch nicht so weit sind. Ne? Das sind so angelegte Betriebe, die es eben einfach noch nicht gibt. Hm. Wie viel sind drei? Jetzt gibt es hier gar... Ich dachte, das wäre voll einfach. Hier gibt es überhaupt keine Landbetriebe. Wir haben hier noch einen Holzbetrieb. Und da brauchen wir eine Brücke. Und das war tatsächlich... What? Habe ich irgendwas verpasst? Wie soll ich denn die Aufgabe lösen, wenn es gar nicht Betriebe gibt? Egal. Wir bauen jetzt erstmal die Strecke darunter. 41.000, aber es geht. So, jetzt müssen wir halt hier leider ein bisschen berghoch. Hm, ich würde das schon ganz gerne hier machen. So. Das hätte hier nicht so groß sein müssen. Weil die Signale hier wirklich helfen. Also das wäre halb so groß, wäre auch gut. Ja. So, aber ich brauche natürlich ewig, bis der Zug da unten ist. Achso, man sollte eigentlich immer sagen, dass der hier, kann man ja doch, ja, man kann auch minus gehen, dass der nicht leer fahren soll. So, Hälfte vom Geld weg, nee, mehr schon, ne? Hm. Hälfte des Videos rum. Hm. Glas halb leer. Oder halb voll. Wie seht ihr das? So, zwei Betriebe sind angeschlossen. Die Einwohnerzahl haben wir fast erreicht. Hm, aber jetzt mal ehrlich. Wie soll das gehen? Was ist das? Ich habe leider aus Versehen falsche Zuverlässigkeit. Ich, klar. Her damit. Hm, also am liebsten hätte ich tatsächlich diesen Betrieb hier. So, der ist ausgegraut, aber ich habe keine Ahnung warum. Das hier ist nicht mehr geworden. Einwohnergesamt. Ach so, hier ist in diesem Gebiet, wo wir sind, die Gesamtzahl der Einwohner. Oder vielleicht auch auf der ganzen Karte. Vielleicht ist es nicht nur das Gebiet, was wir gerade bearbeiten. 258.000 Einwohner. Wir brauchen 259, um eine Siedlung bauen zu können. Und wahrscheinlich braucht man auch die... Ach, hier ist die Fischerei. Die ich habe gedacht, das wäre dieser Stadtbaupunkt, ne, weil der auch irgendwie Fisch... Aber der wird durch Fisch und Wein versorgt, den es aber noch nicht gibt. Aber dann ist ja einfach, dann kann ich ja hier... Einfach den Bahnhof anschließen. Einen Bahnhof errichten und dann mein Streckennetz anschließen. Dann ist ja die Aufgabe erledigt. So, dann schließen wir auch daran. Viele Passagiere noch viele Waren zu transportieren. Aber gut, sie scheinen entschlossen. Entschlossenheit ist eine meiner Stärken. Hätte ich sonst über 300 Videos zu diesem Spiel gemacht? Ich glaube kaum. Einmal verklickt und so, hä, was? Warum geht es nicht?
So, hier können wir noch so Dinger dazwischen setzen. Tja, Versorgungsturm. Muss überlegen. Ja, der volle Zug. Ja, obwohl, das kann man so nicht sagen, ob dann. Ups, ein voller. Na, wo ist denn hier? Hier liegen Zettel auf meiner Tastatur. So. Von hier nach dort. Mit. Ich weiß nicht, warum ich immer 7 sage statt 8, aber scheint mir halt richtig zu sein. Und wenn ich das so mache, geht das dann vielleicht sogar ein bisschen schneller. Hier habe ich jetzt 8 gesagt. Kommt durcheinander, ne? Also irgendwie. So. Wie? Ich habe doch hier auch gesagt, er soll 8 Minimum. Achso, okay, nee, nee, okay. Er hat die genommen, die da waren, und jetzt wartet er. Alles gut. Alles gut. Was ich vergessen habe, sind im Erwartungsgebäude, auch in den Landbetrieben braucht man ja normalerweise nicht. Aber wenn es nichts kostet, sollten wir das tun. Die sind unterwegs, wieso? Worauf wartet der da? Der fährt los, bis bei der hier gerade, okay, und der wartet auf den. Uff. Moment, wir sollten hier Signale einsetzen. Das hatte ich vergessen, das ist nicht gut. Dieses Signal hier ist schlecht. So, aber jetzt sollten die da nämlich losfahren. Wenn der nicht eine Panne hätte. Oder auf Pause steht. Okay. So, alles gut. Alles gut. Melbourne geht's nicht gut. Den fehlt's an irgendwas. Vielleicht Fische. Meeresfrüchte, wie hieß das hier gleich nochmal? Ja, Meeresfrüchte. Ach, ist eklig. Eklig. Wie kann man das Früchte nennen? Bloß war jetzt unter Wasser. Früchte, das gehört an Baum, finde ich. Oder Strauch. So, was fehlt ihnen dann? Tja, der Fleischbetrieb, das ist wirklich. Dass es sowas gibt, ist, dass hier keine Farmen ist. Komm ich nicht drauf klar. Auch Zucker und so. Ich meine, die brauchen es doch. Es kann ja nicht daran liegen, dass es noch nicht nachgefragt wird. Ne? Dass du erst, wenn eine Stadt so groß ist, dass sie Zucker haben will, dass es dann, dass sich dann jemand findet und sagt: Ach so, dann mache ich mal eine Zuckerplantage. Es macht schon irgendwie Sinn. Ja, oder ergibt Sinn, würde man auch sagen, weil Sinn machen gibt es. Ist auch egal. Aber Vieh brauchen wir ja. Also daran kann es nicht liegen. Das ist natürlich mit der Aufgabe schwer. Ne? Also statt Wachstum haben wir hier Schrumpftum. Was haben die denn nicht? Meere, Holz, Zucker würden sie schon haben wollen, selbst das. Also. Gefahren. Wir hatten die Grasshopper, das war die schlechte. Die Hancock, da können wir gleich mal alle ersetzen. Dass wir nicht mehr mit dem Grasshopper rumfahren. Und Melbourne. Den klonen wir hier mal direkt. Und sollten wir das dann erwerben? Weil jetzt kommt ja hier einer und fährt alles weg nach Bala Ballarat. Ja, bis der hier Ware nach Melbourne bringt. Und hier steht plus 1,2 pro Monat. Das muss ein Fehler sein. Die Werte sind doch immer pro Woche angegeben normalerweise. Wie sieht denn das hier aus?
auch pro Monat. Ja, was oft hat einer Copy and Paste irgendwie einen falschen Wert eingesetzt. Beim Programmieren. Beim Übersetzen vielleicht. Ja, nicht direkt beim Programmieren. Das ist unrealistisch wenig. Hatte ich hier nicht einen Zug eingesetzt? Steht der da schon? Ja. Nach Melbourne. Wird beladen, steht da. Und die hier. Aha, aber nix. So, wie sieht's aus? 400.000, ist halt echt teuer. Das gleich kaufen sollen, vielleicht. Bevor man es anschließen, das ist immer wieder das Gleiche, mache ich nicht. Weil ich immer denke, ah, ich habe kein Geld und so, aber es würde, glaube ich, nicht viel helfen. Melbourne hat sich gefangen. Wir haben keine Holzlieferung bekommen. Das ist unglaublich. Getreide auch nicht. Wo sind die denn? Hier ist unsere Holzlieferung. Vielleicht sollten wir doch ein paar mehr Stellen bauen. Schon ganz gut aus. Wir hätten hier die Möglichkeit, also ich meine, ja, das ist hier so ein bisschen, wir haben aber genug Ausweichmöglichkeiten, glaube ich. Schon mal kurz beobachten. Hier ist halt kein Zug unterwegs, wir müssen den nach Melbourne. Der erste kommt gerade an. Ich will noch einen losschicken. Hier zu kaufen 100 sein, das kaufe ich. Das Aufrüsten ist halt teuer, ne? So. So mal 5 pro Woche, das ist schon okay. Glaube ich, die Strecke. Wie viele Tage? 66 Wochen. Die das wirklich pro Woche, das waren doch sonst immer Tage, 66 Tage, und dann habe ich es durch 7 gerechnet, habe gesagt, so und so viele Wochen sind oder 66 Wochen, über ein Jahr soll der hier fahren, glaube ich nicht, also hier ist irgendwas schief gegangen. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, gibt es hier vor allem eines, viel unerschlossene Wildnis und kleine Programmierfehler. Und manchmal, wie auch jetzt, kommt es vor, dass sich in den Städten genügend Menschen gesammelt haben, um eine neue Siedlung zu gründen. Da dies tatsächlich zu einem großen Teil Ihr Verdienst ist, gebührt Ihnen auch die Ehre, über einen neuen Platz für die Siedlung zu entscheiden. Ach, wie nett. Mach ich gleich. Gleich heißt aber in der nächsten Folge für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Also nicht euren Daumen, sondern hier den, also auch, aber hier den Button klicken. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt und regelmäßig und so, dann abonniert doch den Kanal. Und ja, wenn euch ab und zu mal so Pokémon auf den Sack geht, dann tut es mir leid, aber ab und zu muss ich halt auch zu diesem Thema mal ein Video hochladen. Auch wenn Transport, Aufbau, Wirtschaft eher so mein Steckenpferd ist. Naja, wie auch immer. Wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.